Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Kochvideo hier auf meinem YouTube-Channel. Ich bin's, euer Vassili. Und wie ihr oben lesen könnt, mein geheimes Rezept genau ist ein Aioli. Und zwar kein originales Aioli. An dieser Stelle ganz wichtig, ich sag's nochmal, kein original oder traditionelles Aioli, sondern mein selbst entwickeltes Aioli. Werde ich euch heute vorstellen. Und aus dem Aioli werden wir auch ein Chili-Aioli zaubern und eine Avocado-Aioli. Genau. Dann werde ich's anrichten und euch zwei Komponenten zeigen, die ich persönlich zubereite und wo ich denke, die passen sehr gut mit dem Aioli zusammen. Das werden wir heute machen und ich wollte noch kurz an dieser Stelle sagen, zu meinem letzten Steak-Video. Erstmal Dank für das Feedback. Dickes Herz geht raus an all die Leute, die diese ganzen positiven Kommentare geschrieben haben und ein Like da gelassen haben. Danke, Leute. Und dann will ich nicht weiter viel mehr erzählen und würde ich sagen, legen wir los. Ich zeige euch jetzt erstmal, was wir so benötigen. Ich habe einige Sachen vorbereitet und zwar so wie hier die Hackbällchen, wie ihr sehen könnt. Weißbrot, genauso wie den Salat, benutze ich zum Anrichten. Das sind meine Komponenten, die ich benutze für mein Aioli. Also, wo ich euch zeige, wie man das Aioli gut einsetzen kann. Und das Chili-Aioli und Avocado-Aioli, genau. Dann zeige ich euch einmal ganz kurz hier, was ich benötige. Und zwar benutze ich keine Eier. Traditionell, ein Aioli wird mit Eier gemacht. Ich mache es mit Mayonnaise und griechischem Joghurt. Olivenöl, Salz. Hier habe ich schon vorbereitet Petersilie und zusammen mit Knoblauchöl einfach in den Mixer getan. Wenn ihr keinen Mixer zur Hand habt, einfach mit einem Pürierstab Knoblauch klein pürieren. Wie gesagt, Mengenangaben unten in der Beschreibung. Dann habe ich hier ein bisschen weißen Pfeffer, dann habe ich hier Chili-Pulver und noch ein bisschen Paprika edelscharf. Hier werde ich später die Zwiebeln anschwitzen. Das ist für unsere Avocado-Aioli und das ist für unsere Chili-Aioli. Ich werde es euch gleich zeigen. So, dann würde ich sagen, kommen wir zur Kochcam und legen los, Leute. So, herzlich willkommen zur Kochcam. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier schon einiges vor. Vorbereitet, wie eben gesagt, und wir werden jetzt einfach mal das Aioli zubereiten. Und zwar tun wir als allererstes, ich benutze einen Mixer, ihr könnt auch einen Pürierstab nehmen oder ein Handrührgerät. Ich finde, ein Mixer passt ganz gut dazu. Ups, okay. Ein Mixer passt auf jeden Fall ganz gut dazu. Und wir werden jetzt anfangen mit dem Joghurt. Und den werden wir jetzt ganz einfach hier schon reintun. Wenn es geht, ich hole noch einen Löffel. In unseren Joghurt hier rein. Also ich benutze jetzt auch keine richtigen Mengen, damit ihr Bescheid wisst, sondern ich mache es gerade nach Gefühl und Geschmack, wie ich es kenne. Ich habe es schon tausendmal gemacht. Wie gesagt, es ist mein eigenes Rezept. Aber für euch werde ich das speziell in Mengen auf jeden Fall unten hinschreiben, so dass ihr auch dann nicht zu viel produziert und es auch schmeckt und nicht experimentiert. Ne? Ich denke, das reicht erstmal. Okay, wir wollen ein bisschen mehr machen. So. Wichtig ist, dass man genauso viel Joghurt benutzt wie Mayonnaise, damit man genau den Geschmack kriegt, den ich meine, der sein soll. Ja? Anderthalb reingetan. Ich denke, das reicht erstmal. Ich werde das dann abschmecken. Jetzt tue ich meinen Knoblauch, schön großzügig Knoblauch. Also eine gute Aioli muss auf jeden Fall nach Knoblauch schmecken, definitiv. Dann benutze ich weißen Pfeffer, erstmal ganz dezent und Salz. Ich mache erstmal ein bisschen weniger, wie zu viel und es danach versalzen ist. Jetzt mixe ich das Ganze. Ich lasse das jetzt ungefähr 3 Minuten mixen und dann werde ich das einmal abschmecken. Aber ich denke, es wird schon genau perfekt sein, um auch das Chili-Aioli zu machen und die Avocado-Aioli. So, das Eis, was ich jetzt noch rein tue, was ich nicht reingetan habe, aber es geht schon mal vom Feinsten, ist schwarzer Pfeffer. Das kommt auch noch rein, Leute. Aber nicht zu viel. So, und weiter. Ich muss das nur einmal oben rumrühren, weil der Mixer nicht überall hinkommt. Doch mehr höher, dass es schön dick ist auf jeden Fall. So Leute, normalerweise benutze ich einen speziellen griechischen Joghurt. Den findet man meistens nur im Großhandel. Deswegen habe ich jetzt griechischen Joghurt aus dem Rewe genommen. Es macht nicht viel aus, aber was die Konsistenz angeht zum Beispiel, macht es viel aus, weil der griechische Joghurt, den ich benutze, der ist schön dick und hat ein bisschen eine Süße. Den Joghurt, den ich jetzt benutzt habe, ist schon ein bisschen flüssiger, sehe ich, aber ist gar nicht so schlimm. Weil traditionelles Aioli ist auch nicht, sag ich mal, dick, sondern auch ein bisschen flüssiger. So Leute, das habe ich jetzt gerührt, knapp 3 Minuten. Was ich auf jeden Fall sagen kann, auf jeden Fall keine Delikatessen-Mayonnaise nehmen, sondern am besten Salat-Mayonnaise, weil die ist ein bisschen dicker und die macht es dann nicht so flüssig, weil mein Aioli ist jetzt ein wenig flüssig, wie gesagt, wegen dem Joghurt und wegen der Mayonnaise. Ich werde es unten in die Beschreibung so schreiben, dass ihr auch den Joghurt kaufen könnt, den ich normalerweise benutze. Ich hoffe, man bekommt ihn auch im Einzelhandel, aber bis jetzt weiß ich nur, es gibt ihn im Großhandel. Aber es geht auch mit diesem Joghurt. Ich werde das jetzt einmal abschmecken. Und ich denke, das passt jetzt, so wie ich das gewürzt habe. Konsistenz geht, ja. Vom Allerfeinsten. Perfekt.
da ich drei verschiedene Aiolis mache, das ist jetzt das Grundaioli. Da kommt auch noch ein bisschen Olivenöl gleich rein. Werde ich mir jetzt zur Seite tun, so, in ein Glas. Dieses Aioli hält zwischen frisch 4 bis 6 Tagen. Ein normales Aioli müsste man nach 2 Tagen verzehren. Alleine schon wegen den rohen Eiern, die da drin sind, ja? Deswegen arbeite ich gerne ohne Eier, was Aioli angeht, und habe auch dieses Rezept entwickelt, ja? Also mein eigenes Rezept. Ich habe es auch so, sage ich mal, nicht genauso. Da gibt es noch einige Komponenten, die wir extra benutzt haben, aber so im Steakhouse verkauft. Also ich kann euch wirklich eins sagen, im Steakhouse haben die so bestellt, das allererste, was sie wollten, war immer Aioli, Aioli, Aioli. Weil, wie gesagt, es ohne Eier ist und dann hat man auch nicht so viel Bange, es zu essen. Weil wenn man irgendwo essen geht und man bestellt Aioli, bei mir zum Beispiel, ich habe einmal Aioli gegessen, es war säuerlich. Manche Restaurants sagen, das muss so sein, so schmeckt das bei uns, aber säuerlich heißt für mich nichts Gutes. Wenn es um Mayo geht, Eier und allgemein Sahneprodukte, ist schwierig, wenn es säuerlich ist. Und deswegen bin ich da immer ein bisschen skeptisch. Dann werde ich hier unser erstes Aioli, was ich gleich zum Anrichten benutzen werde, mit unseren Komponenten. Und hier werden wir gleich die Avocado machen. Ich werde das jetzt nur schon mal, dass wir auch genug haben, Apfel genug haben für unsere Chili-Aioli. So, jetzt habe ich ganz normal Aioli drin. Jetzt mache ich unsere Chili-Aioli und die ist eigentlich noch einfacher. Und zwar nehmt ihr einfach getrocknete Tomaten. Die sehen so aus, ganz normal. Die sind gewürzt. Tut ihr rein. Eine halbe Zitrone, einen Spritzer rein, also die ganze halbe Zitrone rein, so, zack. Dann nehmt ihr Paprika rosenscharf, ja, für die Schärfe, aufpassen. Jetzt nehmen wir Chili, Chili-Pulver, das ist nicht scharf, sondern nur für den Chili-Geschmack, ganz wichtig, deswegen auch Chili-Aioli, dass wir einen Chili-Geschmack haben. Wer es nicht kennt, Chili hat einen eigenen Geschmack, so. Dann mache ich großzügig Chili-Pulver rein. Und werde das Ganze noch mit ein bisschen mehr weißem Pfeffer. Hatten wir ja vorher schon, aber da kommt noch ein bisschen mehr weißer Pfeffer rein. Und jetzt werde ich das Ganze simpel pürieren. So. Und dann haben wir unsere Chili-Aioli, Leute. Definitiv. So, Leute. Ich habe das jetzt gemixt. Probier das mal. Mmh. Mmh. Das Chili-Aioli ist noch besser als das normale Aioli. So. Mmh. Die Schärfe getroffen, es ist pikant. Wie ihr jetzt sehen könnt, erreicht es auch die Konsistenz, die man haben möchte. So muss eigentlich das Aioli aussehen. So würde jetzt auch, wenn ich ehrlich bin, so würde auch mein normales Aioli jetzt aussehen. Aber einfach, wie gesagt, durch die anderen Joghurt, der einfach flüssiger ist, und die Mayonnaise, ist es leider nicht zu der dicken Konsistenz gekommen. So, jetzt machen wir unsere Avocado-Aioli und die ist eigentlich noch einfacher. Und zwar tun wir diesen Aioli zurück. Nehmen wir eine Avocado, ganz simpel rein, und arbeiten hier auch mit Zitrone, aber nicht die ganze halbe, sondern nur die Hälfte. Also einmal kurz richtig drücken, das war's, ja? Nicht zu viel, aufpassen. Und hier tun wir schon ein bisschen mehr Olivenöl rein, so, und werden das Ganze jetzt mixen, Leute. Ihr seht, wie simpel es ist. Wie gesagt, wenn ihr einen Pürierstab habt, jetzt auch mit dem Pürierstab, ich denke, mit dem Pürierstab ist es sogar noch besser wie jetzt mit dem Mixer. Ich arbeite zum ersten Mal mit dem Mixer, was Aioli angeht, sonst mit dem Pürierstab. Aber ich merke gerade, mit dem Mixer geht es auch ganz simpel. Wenn man jetzt ein Aioli zubereitet, wie ihr sehen könnt, ich mache 3 verschiedene, muss es jedes Mal auswaschen, muss das eine Aioli rausholen, dass ich das andere bekomme. Hier ist unser Chili-Aioli. Und ja, ist nicht schlimm, aber wie gesagt, wenn ihr mit dem Mixer arbeitet, dann braucht ihr auf jeden Fall nicht immer das Gerät sauber machen. Dann werden wir jetzt unser Avocado-Aioli machen. Was ich hier noch empfehlen kann, sind Gurken. Die habe ich jetzt nicht da. Wer in dem Avocado-Aioli noch ein wenig Gurken reintun möchte, soll es tun, weil es schmeckt vom Feinsten. Mit Gurken noch wirklich. Ich habe leider keine da. Unsere leckere Avocado, auch jetzt dicker, so, die ist ein bisschen grünlicher, halt durch die Avocado. So kann man sie dann auch unterscheiden von der Grund-Aioli, so nenne ich die. So, jetzt werde ich das hier zur Seite tun. Jetzt haben wir hier unseren normalen Aioli. Ganz wichtig, wie gesagt, ohne Eier, self-made bei Vasili. Das ist kein Original-Aioli, das ist einige Grundzutaten, die ein traditionelles Aioli hat, habe ich genommen, habe meine eigenen Sachen hineingetan und dann kommt Vasilis Aioli raus. So, Chili Aioli und Avocado Aioli. Man kann das mit Weißbrot ganz normal essen oder allgemein zum Dippen nehmen. Ich habe mir gedacht, ich zeige auch, wie ich es zum Beispiel, wenn ich ein Barbecue hätte zu Hause mit Familie oder so, anrichten würde. Und welche Komponenten ich benutze. Bei mir sind die Komponenten einmal Hackbällchen, die habe ich frisch zubereitet, ganz normal mit einer Hackwürzung, ein Ei, ein bisschen geschmorte Zwiebel reingetan, alles gerührt, Salz, Pfeffer, ein bisschen Weißbrot, gerührt, klassische Buletten, klein gemacht und die
werden auf jeden Fall dazu kommen. Dann ganz klassisches Baguettebrot werde ich benutzen. Dann werde ich jetzt noch geröstete Zwiebeln machen, die werde ich gleich anschwitzen, das werdet ihr auch sehen. Die müssen nämlich frisch drauf getan werden. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Rucola-Salat für die Deko, passt auch gut zusammen. Und Schnittlauch zum Anrichten. Ich zeige euch, wie ich anrichte. Ihr könnt es zu Hause genauso nachmachen. Oder ihr seid selber kreativ und euch fallen Sachen. Also mich würde das gerne interessieren, wie ihr es anrichtet. Wenn euch was anderes einfällt, schickt es mir einfach. Leon Vassili bei Instagram per Privatnachricht. Oder bei Twitter, Leon Vassili auch per Privatnachricht. Nämlich dort werde ich immer alle Nachrichten angucken und auch durchgehen, Leute. So, dann werde ich jetzt ganz kurz die Zwiebeln anschwitzen. Dazu nehme ich mir ein bisschen Öl. Das sind klassische geröstete Zwiebeln mit Paprika Edelsüß, nichts Besonderes. Und die in Kombination mit den Hackbällchen, mit dem Weißbrot und mit den verschiedenen Aioli vom Feinsten, Leute. Glaubt es mir, wirklich. Was ich an dieser Stelle noch sagen wollte ist, solange das, bis das Öl jetzt heiß wird, ist, ich werde in Zukunft auch ein FAQ machen, so dass ich eure Fragen beantworte, weil ich merke, viele haben Fragen oder viele kennen mich gar nicht, wissen gar nicht, was meine Mission ist, was ich vorhabe, warum ich die Videos so produziere. Die Leute, die mich angucken auf YouTube, interpretieren einiges falsch, was ich auch nicht schlimm finde. Ich kann es verstehen und deswegen werde ich für euch ein FAQ starten, eure Fragen stellen und ich werde mir die wichtigsten, wo ich meine, die wichtig sind, raussuchen und dann in einem Video für euch beantworten und gleichzeitig auch noch einige News geben, was in Zukunft auf euch zukommen wird, Leute. So, dann werde ich jetzt die Zwiebeln anschwitzen. Ah, kann man schon. So, ganz einfach. Das Einzige, was gleich die Zwiebeln bekommen, ist nur ein wenig Paprika Edelsüß. So, die Zwiebeln sind jetzt ein wenig angeschwitzt. Jetzt kann man schon das Paprika Edelsüß schön großzügig, nicht so viel, aber großzügig dazu tun. Jetzt werden andere sagen, so macht man keine Röstzwiebel, Leute. Ich mache die Röstzwiebel so, okay? Dann haben wir das auch. So, das Ganze jetzt nochmal schön rühren. Ich kann es euch nochmal zeigen, das sieht dann so aus, ja, vom Feinsten. Die lasse ich jetzt noch einmal ein bisschen mehr anschmoren mit dem Paprika Edelsüß. Und dann werde ich hier die schönen zwei Teller anrichten. Ihr werdet dann sehen, wie einfach es ist, wie gut es aussieht. Und ihr könnt es nachmachen oder wie eben schon gesagt, anders variieren. Und ihr schickt es mir dann einfach bei Instagram oder Twitter. Immer unter dem Namen Leon Vassili. So findet ihr mich überall. Ja, das riecht so geil, ne? Was hast du denn Paprika reingetan? Video gucken. Okay. So Leute, habt ihr gesehen, was hast du gemacht? Was ist das? Wie schmeckt das? Bitteschön. Schau mal ein Video an. So, aber hier kann ich dir sagen, hier haben wir normale Aioli, hier haben wir die Avocado Aioli und hier haben wir unsere leckere, die ist genial, Chili Aioli, wirklich, die ist wirklich gut. Vom Feinsten, hier habe ich frische Buletten eben gemacht, klassische, und die werde ich jetzt kombinieren. Und dann haben wir unseren Vassili Snack vom Feinsten fürs Barbecue, mal für so zwischendurch. Wie gesagt, die Aioli hält zwischen 5 bis 6 Tage im Kühlschrank, am nächsten Tag schmeckt sie sogar noch besser, man kann sie mit einem Brot dippen oder verschenken, alles mögliche kann man damit. Jetzt haben wir hier unsere gerösteten Zwiebeln. Wir fangen an, als allererstes mit Aioli. Mache ich jetzt so eine Dreier-Kombi, ja? Ich nenne das den Teller des Erlebnisses, ne? So, fangen wir mit unserem Chili an. Da macht man einen kleinen Klecks unten. So. Ganz simpel. Dann nimmt man das Brot. Legt es schräg drauf, aufpassen. Unten nicht zu viel nehmen, weil wir tun jetzt gleich nochmal oben was drauf. So. Dann kommt nochmal ein Klecks oben drauf. Nur ein Klecks. Das sind später Häppchen, dass man sie mit einmal im Mund nehmen kann. Ist schwierig, weil ich habe die Buletten zu groß gemacht. Auf jeden Fall, für euch gebe ich den Tipp, also ein bisschen kleiner machen, mundgerecht. So werdet ihr auf jeden Fall dann es einfacher haben, wenn ihr es komplett essen wollt. Das war jetzt Chili. Jetzt nehmen wir unsere leckere Avocado. Die Avocado ist auch vom Feinsten, wirklich. Aufpassen, dass sie nicht verbrennen. Nehmen wir unsere Avocado, kleinen Klecks oben für die Bulette. So. Und unser Original Aioli. Jetzt nehmen wir ein bisschen Rucola, damit der Rucola auch drauf passt. Ihr könnt ihn so zusammenrollen und falten. Und den macht ihr einfach so an die Seite. Wie gesagt, es gibt verschiedene Variationen zum Anrichten. Man kann sich da freien Lauf lassen. Und wenn man sich damit ein bisschen mehr beschäftigt, dann kommen manchmal Sachen raus, wo man selber begeistert und sagt, wow, was habe ich da geschaffen. Deswegen sage ich auch immer Kunst.
ich kreiere Gerichte und koche nicht Gerichte nach. Das heißt, ich kreiere neue Gerichte und versuche, gewisse Lebensmittel zusammenzubringen, Komponenten zusammenzubringen, die dann schmecken. Also eher so experimentiertes Kochen, ja? Aber wie gesagt, dazu gibt es dann einen offiziellen FAQ von mir. Den werdet ihr auf jeden Fall, ein Video, das werdet ihr auf jeden Fall dann sehen. Dann werdet ihr auf jeden Fall schlauer sein, was meine Person auch will. Für die Leute, die es natürlich interessiert. So. Jetzt nehmen wir unsere leckeren Zwiebel. Nicht zu viel. So gut, ne? Riecht eine richtig gute Zwiebel. Kommt ganz klassisch oben drauf. Glaubt mir, Leute, vom Feinsten. So. Das in Kombination jetzt. Ich habe schon zum Erne hier gesagt. Ich glaube, das ist nicht in der Kamera. Komm mal in die Kamera. Okay. Zur Erne gesagt. Wenn er das jetzt isst, kriegt er so leicht einen kleinen Touch, was ihn erwarten würde, wenn er in mein ehemaliges Steakhouse gehen würde und dort speisen würde. Das ist so eine kleine Experience. Ich bin der größte Steak-Fanatiker, Leute. Ey. Genau. Es gibt nichts Geileres als Steak. Ich freue mich schon auf das Video. Also, wir werden auf jeden Fall Videos drehen in dem Steakhouse mit den einzelnen Leuten, mit Ernatos, Azad. Jeder wird sein eigenes Steak zubereiten, was er möchte, von Baikobe bis Dry Age, T-Bone, Tomahawk, alles, was das Herz begehrt. Kommen wir zum Ende, Leute. Wir haben angerichtet. Ich werde es jetzt einmal mit der Selfie-Kamera nehmen, damit ich euch auch näher zeige, was wir hier zubereitet haben. Zum Abschluss noch kurz. Das ist so das gewisse Extra, was man drauf tun kann. Einfach fürs Auge, ja, nicht zu viel. Weil ich sage immer so, wenn man zu viel anrichtet, sieht es nicht mehr schön aus. Lieber ein bisschen weniger und dezent. Ja, kann das auch so oben drauflegen. Schön dezent arbeiten. Dann sieht der Teller am Ende gut aus. Das Essen, was drauf ist, schmeckt sowieso, sage ich immer so. Ja, ist gar keine Frage. Und hier haben wir unseren selbstgemachten Snack, made by Vasili. So Leute, wir sind hier wieder bei der Selfie-Cam und ich zeige euch einmal in der Nahaufnahme, was wir jetzt hier zubereitet haben. Und zwar haben wir hier unseren Vasili-Snack mit Chili-Aioli unten oder der Avocado-Aioli oder normalen Aioli. Dann ein Spaghetti, ja? Und dann eine Bulette selbst gemacht, ein bisschen Rucola, geschmorte Zwiebeln mit Paprika edelsüß und ein bisschen Deko oben drauf. Und diese Kombination ist vom Allerfeinsten. Ihr könnt mir vertrauen, kocht es nach und ihr könnt euch selbst überzeugen mit der Aioli und der Kombination. Und dann würde ich sagen, reden wir auch nicht viel weiter, lassen wir mal die Jungs hier probieren im Haus. Schauen, der Arzt ist am Stream, Renato ist schon da. Würde ich sagen, rufen wir mal die anderen, schauen wir mal, wo die sind. Basti, ja? Willst du mal probieren? Ja, komm, oder? Okay, der Masi auch. Ist Jem da? Jem ist wieder unterwegs. Jem, an dieser Stelle, wenn du das Video siehst, wo bist du immer? Was mit Jer? So, Jer holen wir auch. Also, wer Jer nicht kennt, das ist unser Omid. Schau mal, wo der ist. Oh. Leute, heute ist gar, also. Azad ist am Stream. Okay, Azad ist am Stream, der kann nicht probieren. Kannst nicht probieren, ne? Schwierig, ich. Aber wir machen das so, ich bringe ihn gleich einfach, wenn wir probiert haben. Ich bringe dir gleich einfach ein Stück. Okay. So, Omi? Willst du probieren? Normal, das okay. Ist eine Frage. Mir ist jetzt übrigens auch oben, Leute, ihr wisst Bescheid, das Gaffin-Pick-Milchshake. Ganz kurz. So, Leute, was? Sag nochmal, was ist oben? Ich hab gesagt, Leute, das Gaffin-Pick-Milchshake ist jetzt gerade hochgeladen worden. Ihr wisst Bescheid, ohne Witz, der hat so heftig geschmeckt. Und natürlich der iranische und der griechische auch. Also, schau mal vorbei, gerade auf dem Team Impact Channel ist ein neues Video. Wir haben geile Milchshakes gemacht, einen iranischen Milchshake, einen Greek Milchshake und einen Scuff Milchshake. Check mal ab, Leute. Dann gehen wir jetzt mal probieren und ich bin gespannt. Also, ich weiß, es wird schmecken. Sorry an dieser Stelle, Selbstlobung ist eigentlich nicht immer gut, aber ich würde sagen, ich habe schon so oft gemacht, dass ich hier sagen kann. So. Bro, wie schön sieht das aus, Mann. So, Leute, jetzt kommt die große Stunde der Wahrheit. Wir probieren das Ganze mit Umi, denn Erne und Masse kommt auch noch. Und ja, also ich habe ihn empfohlen, den Chili Aioli zu nehmen. Dann schauen wir jetzt mal seine Reaktion an. Wie ein süßer Iraner, Alter. Mm. Ja, Leute, die haben Mund voll gestopft, aber deswegen habe ich euch eben in der Kamera gesagt, also immer schön aufpassen, mundgerecht schneiden, nicht so wie ich gerade. Ja, Bro, ich muss direkt noch was essen, wirklich. Ja, auf jeden Fall. Und? Was sagt ihr? Boah, geil? Schmeckt einfach nur nice, wirklich. Einfach der Geschmack, Bombe. Der leichte Chili, ne? Man merkt, das ist so extrem, sondern so leicht, es ist leicht scharf, es ist nicht zu scharf. Danke. Genau. So Leute, habt ihr gesehen, auf jeden Fall probiert es auch aus, macht es nach. Ihr macht auf jeden Fall nichts falsch und alle Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video, Leute. Daumen da lassen.